Die Mosel. Der zweitlängste Nebenfluss des Rheins schlängelt sich auf seinem deutschen Arm an zahllosen Weinbergen vorbei. Etwa 60% der steilen Hänge gehören dem Riesling. 40 Kilometer entfernt von Trier, der ältesten Stadt Deutschlands, befindet sich das 2000-Seelen-Städtchen Peaceport und eines von nur 10 deutschen 3-Sterne-Restaurants. Das Schanz Restaurant und Hotel wird geführt von diesem Mann, Thomas Schanz. Also ein waschechter Familienbetrieb. Na, zunächst hat das alles mit einem Weingut begonnen. Also mein Vater hatte das Weingut. Und 1992 haben meine Eltern sich dann dazu entschieden, noch ein Gästehaus zu bauen, aber halt sehr klein. Und das waren dann 12 Zimmer. Im Jahr 2022 übernahm Thomas Schanz den elterlichen Betrieb. Aber die Familie unterstützt ihn auch weiterhin. Die Mutter sitzt an der Rezeption, der Vater macht das Hotelfrühstück. Die Ehefrau steigt auch bald mit ein. Und vielleicht übernimmt das alles irgendwann der Nachwuchs. Ja, das muss man sehen. Also das sollte immer ohne Druck passieren. Und wenn einer meiner Kinder Interesse hat, sehr gerne, ja. Die dreifach besternte Kulinarik von Thomas Schanz folgt klaren Prinzipien. Ja, es ist eine sehr aromintensive Küche. Sehr leicht, ja. Es wird sehr wenig mit Fett gearbeitet. Am Ende des Menüs fühlt man sich sehr gut, ja. Die Gäste sagen, es ist oft beschwingt, kann man sagen. Diese Küche hat Thomas Schanz zu den höchsten Weinen verholfen. Man hat natürlich als junger Koch den Traum, irgendwann mal einen Stern zu haben. Also das war schon irgendwo der Hintergrund, ja, wo man gedacht hat, es wird jetzt schwierig hier in Peaceport, ja, aber du hast dir den Ort ausgewählt, das ist halt Heimat und man braucht auch die ersten Erfolge, ja. Mit dem ersten Stern wird man natürlich mutiger, ja. Und das war dann nie ein Hemmnis, sondern das hat mich eher gepusht. Und so folgte der zweite, ja, und glücklicherweise auch der dritte. Martin Klein hat sich einst in Süddeutschland seine Sporen verdient. Aber auch an der Mosel kennt er sich ein bisschen aus. Die Mosel ist bekannt, ähnelt ein bisschen der Wachau. Also da kann man schon einen kleinen Ausflug machen. Und ich denke, dass die Foodies herkommen, den Kofferraum vollen Riesling machen, einmal zum Erschanz gehen. Es ist ein von den best ausgezeichneten Köchen Deutschlands. Und das nächste ist, dass der Erschanz eigentlich sowas nie macht, ein Außerhaus. Und er hat gesagt, wenn er mal was macht, dann macht er Icarus. Und wie es sich für einen Familienbetrieb gehört, wird der Gast in voller Teamstärke empfangen. Was für ein Empfang, die ganze Familie. Hallo Martin, grüß dich. Hallo Thomas. Hallo. Schön, dass du hier bist. Dankeschön, ich freue mich sehr. Die Sonne lädt zum Verweilen ein, aber wie immer ist keine Zeit für Müßiggang. Ja, ich denke, ich führe dich direkt mal rum, ja. Zeig dir mal das Restaurant, ja. Villa Schanz. Ja, Herzstück Küche natürlich, ja. Ja, das ist das Wichtigste, aber das sehen wir genügend die nächsten 3 Tage. Schauen wir mal den Rest. Zeig mir mal den Rest. Schön. Hier sind wir in unserem Lounge-Bereich und auch zum gleichen Teil Rezeption. Hier geht's ins Restaurant. Sehr schön. Super. Ungefähr 30 Sitzplätze, oder? Ja, so ungefähr kann man sagen, ja. Je nach Belegung, es sind 10 Tische. Ja. Das mit den unterschiedlichen Stühlen, so, das ist der Farmkonzept, das ist gewollt, ja, ne? Das dass ist gewollt, so durchsieht. Ja. Ja, genau. Das gefällt mir sehr gut. So. Hier ist auch mein Team. Hallo, servus miteinander. Servus, guten Tag. Hallo. Hallo. Martin, grüß dich. Martin Klein, hallo. Wir dürfen die nächsten 3 Tage zusammenarbeiten. Und hier ist der Chefplatz, oder? Ja, deiner. Genau. Yes, ganz klassisch, oder? Saucier Poissonier, genau. Du machst beides? Ja. Hut ab. Gibt's weniger. Deine Sumpf, die noch 2 Posten gleichzeitig kommen. Ja. Super. Kann mir vorstellen, dass wir viel zu tun haben. Wir haben einen getakten Zeitplan. Würde ich sagen. Menübesprechung, oder? Direkt zur Menübesprechung. Geh mal. Geh mal. Schön. Bis gleich, ja. Die 3 Grüße aus der Küche. Ein konfiertes Wachtelei auf Aal, dann eine Tartelette mit Calamaretti und Blutwurst und ein Thunfischbauch-Cannelloni mit Kaffeeolcreme. 3 kleine, ja, als genau. Erste. Mit Besteck oder ist es Fingerfood? Das ist Fingerfood. Wir reichen nur kleine Serviette. Machen wir auch. Ja. Super.
Das Trüffelei ist ein Signature-Dish von Thomas Schanz. Das ist immer ein goldenes Ei. Also am Anfang war das weiß, als ich das gestartet habe. Und jetzt mit drei Sternen musst du Gold machen. Gold machen, das geht nicht anders. Ne? Eine mit Ei gestockte helle Trüffelsoße bildet die Basis. Dann kommen Trüffeljus, Sauce Périgourdine aus Trüffeln und Madeira, Nussbutter und eine Trüffeleinlage. Obendrauf kommt nochmal geschäumte Trüffelsoße. Diese muss Oberflächenspannung haben, denn da kommt noch eine Scheibe Trüffel drauf. Gut, und dann das Wesentliche, es kommt aber jetzt noch. Ah, jetzt noch eins? Ja. Ja, was hast du gedacht, wo du hier bist? Ja. Matin ist da, wo es eine mit Oliven belegte Gurken-Tomatenmasse mit einer Gazpacho drumherum gibt. Danach folgt ein fragiles Hochhaus mit unzähligen Stockwerken. Also es liest sich so graziell von der Gänseleber mit Pampelmuse, Wildkräuter, Glas, Pastis und altem Gouda. Oben drauf ist ein Pfeffereis, ein Gänseleber-Pfeffereis, ein paar karamellisierte Bucheckern und Vogelmiere. Eine mit Sauerampfer gefüllte Wilddorade hat ihre Tücken, wie Martin später feststellen wird. Und dann ist da noch ein karibischer Seehecht. Karibisch inspiriert, also so wie ich mir das vorstelle, Karibik. Ja, ich bin jetzt nicht der erfahrene Karibik-Urlauber. Aber so wie ich mir das denke. Super. Das ist ein sehr, sehr spannendes Gericht, also unerwartet für viele. Unerwartet für mich ist, dass du Urlaub in der Karibik machst. Ein gegrillter Carabiniero mit geschmolzenem Ochsenmark und Staudensellerie kommt als nächstes. Dann noch eine Ballotine, also ein Päckchen vom Stubenküken. Ballotine vom Stubenküken. Champignonmantel, Kartoffel-Lauragout und schwarzem Trüffel. Das machen wir natürlich dann mit weißem Trüffel. Natürlich. Das sind meine Kosten. Was kostet kein Problem. Geld. Nee, natürlich. Das Dessert sieht so sensationell speziell aus, dass es sich bei den Gästen einen Spitznamen abgeholt hat. Dessert wird eine Kugel, Gäste sagen immer liebevoll Corona-Ball. Eine Boule mit Ananas und Ziegenmilch. Ich glaube, wir kommen nicht zu kurz mit der Arbeit. Schon wieder was. Wird Spaß machen. Wird Spaß machen? Ja. Gut. Nun aber ab in die Küche. Dort wird das Pferd von hinten aufgezäumt. Es geht an den Hauptgang. Wir machen gerade die Stubenküken. Die Brust haben wir gerade ausgelöst miteinander. In der Mitte kommt ein Kern aus Gänsestopfleber mit einer Spinatmatte. Und dann wird es noch sehr filigran mühevoll in ein Champignon Carpaccio eingepackt. Filigrane Arbeiten für den Icarus-Chef. Champignons fein hobeln und symmetrisch anordnen. Und wenn ich es richtig mache, werde ich auch nicht geschimpft. Gibt es auch noch einen Kaffee? Gibt es auch noch einen Kaffee? Ja, Kaffee. Alles wird zur Wurst zusammengerollt, gut eingepackt und später pochiert. Es muss ganz genau abschließen. Sieht schön aus, ne? Sehr aufwendig. So, dass es wirklich dann stramm ist. Das fertige Päckchen wird entpellt und zugeschnitten. Das sieht doch sehr schön aus, oder? Ich denke auch, das kann man schicken. Zeit für die Doraden. Diese werden zunächst entkrätet. Hier legt Martin schon wieder fleißig Hand an. Eine Hand wäscht die andere. Ich probiere, an meine Informationen und meine Arbeit zu kommen. Und somit helfe ich ein bisschen mehr als sonst. Einfach ein Nehmen, ein Geben. So funktioniert es ja öfters im Leben. Aus der Dorade soll ein Etui, also eine Tasche, werden. Dafür benötigt Thomas Schanz diese eingefetteten Plättchen. Das war so, vorher hatte ich einen Fisch, den hatte ich im Ganzen gebraten und habe den dann in Scheiben geschnitten. Jetzt wollte ich aber, weil die Intention einen Fisch machen, der gefüllt ist. Und das war erstmal ja special, wie macht man das, ne? Und dann kommt der eigentliche Clou, sozusagen ein Doradenständer. Dann habe ich mir das dann anfertigen lassen. Das ist also ein Blech, auf die ich dann den ganzen Fisch stülpen kann. Ja. Ich kann ihn so dann im Ofen garen. Ja. Nach einer Minute im Ofen wird die Dorade ordentlich abgeflammt. Dann wird sie beschnitten.
Kommt dann unter dem Pass bzw. unter der Wärmelampe. Fertig gar. Zwei Portionen kommen dabei heraus. Das Doradenetui wird auf Sauerampfersoße drapiert und mit Sauerampfer gefüllt. Eigentlich ein sehr undankbarer Gang für den Serviceablauf. Es wird uns nicht helfen, einen ruhigen oder einen reibungslosen Service zu haben. Ja, Aufwand. Und dann muss Martin schon wieder ran. Für die Coupole, also Kuppel, werden Oliven gehobelt und eingeklebt. Chef? Und, klappt das, oder? Es klappt, ja. Aber es ist tricky, ja. Mühsam. Es liegt natürlich auch immer an dem, der die hobelt, ne? Muss man auch sagen. Jawohl. Jetzt hat sich Martin Klein aber wirklich eine Pause verdient. Direkt am Ufer der Mosel liegt das Weingut Hart. Bereits seit 1337 ist die Familie Hart im Besitz von Weinbergen. Reinhold Hart konzentriert sich auf den Ausbau fruchtsüßer Weine. Hier wird sich zusammen mit der Servicemannschaft auf die Suche nach einem Begleiter für das Gänseleber-Hochhaus gemacht. Ins Glas fließt das berühmte Peace Porter Goldtröpfchen. Es ist natürlich für uns auch dankbar, wenn wir ein Riesling aus der Mosel haben, Goldtröpfchenlage. Das kennt jeder, das ist ein Begriff. Was produzieren Sie so jedes Jahr an Menge? Das machen wir so jedes Jahr an die 50.000 Flaschen. Also es ist vergleichsweise klein gewissermaßen Moselweingut. Obwohl die Mosel ist sehr klein strukturiert mit den Weingütern, alles kleine Familienweingüter. Da sind wir schon fast ein bisschen bei den größeren. Natürlich wird auch noch eine Alternative angeboten. Das ist eher jetzt meine Rieslingwelt als das Erste, was mir fett. Der hat alles, die Nase vom Riesling, er hat schön Duft, diese Fruchtigkeit. Und trotzdem im Abgang hat er noch mit, trotz der Reife, eine Frische, eine Säure. Genau, ganz genau, ganz genau. Das ist jetzt voll drin. Ein Mosel, Spätlese, Goldtröpfchen, eine von den besten Lager hier in der Mosel, 2011 gereift. Und das wird der Wein zu der Leber sein. Toll. Die Begleitung für den Gänselebergang gibt es schon mal. Aber wie baut man nun dieses Hochhaus? Die Leberscheiben werden geplättet und nach dem leichten Anfrieren mit Hilfe eines Lineals in Streifen geschnitten. Machen wir das, oder? Ja, auf jeden Fall. Nächster Schritt, kommen wir wieder. Ja, nun müssen die Cremes in Schichten aufgetragen werden. Jägermeister mit Kaffee, Pampelmuse, Pernod und Estragon. Und es ist immer noch nicht vorbei. So, jetzt haben wir im Endeffekt hier unsere Genossmatte. Ja. Verschiedene Gänseleber. Step 1. Genau. Das ist der Walz. Jedes Haus braucht ein Dach. Sambuca-Trauben und Frisee-Salatkerne auf die Leber. Das verbringt viel Zeit hier im Kühlschrank, ne? Ja, tatsächlich leider. Ja. Aber das macht mir das aus. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Dann wird der Chip umgesetzt. Die Gänseleber wird für uns wahrscheinlich der größte Stolperstein im Menü. Das Fazit von Martin Kleins Besuch an der Mosel ist klar. An Arbeit wird es ihm nicht mangeln. Wenn es Richtung Wochenende geht mit einer vollen Auslastung, mit 50, 55 Gästen, wird es schon ein Problem organisatorisch. Das ist schon, ja, ist schon groß, ja. Aber ich bin mir sicher, dass Martin Klein und sein Team das großartig umsetzen werden. Mit der Erfahrung im Hintergrund sollte das sehr gut klappen. Ob das alles so klappt, zeigt sich jetzt in Salzburg.